Auf 700 Quadratmetern finden Sie alles, auch für Ihren Sport. Eingehende Beratung durch Erfahrung und Kompetenz. Sportgeräte von namhaften Herstellern, Textildruck sowie Sport- und Fanbekleidung finden Sie bei uns zu fairen Preisen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. TTS, das größte Sporthaus in Trier und Umgebung. Bei uns steht jetzt Roland Seitz, der Trainer der Eintracht. Herr Seitz, heute zum Abschluss der Vorbereitung nochmal einen 7:2-Sieg gegen die Sportfreunde aus Eisbachtal. Am Ende hat es dann auch mit dem Toreschießen nochmal geklappt. Wie fällt Ihre Bilanz jetzt aus? Ja, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, wobei man schon gesehen hat, vor allem in der Phase, als wir das 1:2 bekommen haben, dass wir auch viel Arbeit vor uns haben. Wir haben sehr gut begonnen, wunderschöne Tore geschossen, viele Chancen herausgearbeitet, aber unterm Strich haben wir in dieser Phase 1:2 die Ordnung verloren, haben nicht so nach vorne gespielt, wie ich mir das wünsche, und dadurch kann man auch nicht ganz zufrieden sein. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit, trotz des Ausgleichs mit einem wunderschönen Schuss des Gegners, haben wir trotzdem 40 Minuten dann nach dem Ausgleich richtig Gas gegeben. Die Ersatzspieler, die reingekommen sind, haben auch nochmal nachgelegt. Gegner ist müde geworden und sicherlich 7:2, mit Sicherheit 1-2 Tore zu hoch, aber da war ich dann schon zufrieden. Mit dem Testspiel ging jetzt dann auch die Vorbereitung so langsam zu Ende. Am Samstag dann das erste Pflichtspiel wieder gegen Kaiserslautern 2. Wie ist jetzt Ihre endgültige Bilanz von dieser doch dann recht kurzen Vorbereitungszeit von nur knapp 3 Wochen, die Sie hatten? Ja, zu mir hat mein Kollege gesagt, die Vorbereitung ist immer so gut wie das Ergebnis im ersten Spiel. Also müssen wir mal bis Samstag noch abwarten. Ich bin nicht unzufrieden, wie wir gearbeitet haben, weil aufgrund, dass es keinen Schnee gab, haben wir zumindest über Kunstrasen und Freundschaftsspiele einigermaßen unser Programm durchziehen können. Ich habe es im Vorfeld schon erwähnt, ich hatte noch nie so eine kurze Vorbereitungszeit. Ich hoffe, dass wir frisch sind, ich hoffe, dass wir spritzig sind, haben daraufhin hingearbeitet und bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir am Samstag einen Dreier einfahren. Am Wochenende wollten Sie dann auch mit den beiden Testspielen noch am Teambuilding arbeiten, auch die beiden Neuzugänge integrieren. Hat jetzt leider nicht so funktioniert, wie Sie es sich am Anfang vorgestellt haben. Ist denn die Integration der beiden Neuzugänge, Fadlin Kudusevic und Ahmed Kulabasch, trotzdem so gelaufen, wie Sie sich das vorgestellt haben? Ja gut, der Kula ist ja noch nicht so lange da, also von daher denke ich, wissen wir jetzt auch noch nicht, wie das, genau laufen wird, aber beim Fatz ist es die Sprache, natürlich die Jungs können alle Englisch, okay, aber es ist halt nicht so, dass er alles versteht, und deswegen müssen wir da erstmal gucken und erstmal schauen, dass das funktioniert, aber beide sind gut aufgenommen worden, wie alle anderen Neuzugänge im Sommer auch, und ich denke, dass es auch für uns eine gute Verpflichtung ist, dass beide da sind. Noch eine Frage zur Mannschaft selbst. Würden Sie die Mannschaft, die jetzt in der ersten Halbzeit heute gespielt hat, als eine mögliche Startformation sehen für den Samstag, oder schwanken Sie noch auf einigen Positionen? Ja, möglich ist alles. Man denkt sich ja was dabei. Sicherlich haben wir noch 1-2 Baustellen zu beseitigen. Die rechte Seite sieht man ja, dass der Thomas Kraus permanent rechts gespielt hat. Vorne weiß ich, was er kann. Vorne weiß ich auch, wie er sich bewegt. Da habe ich noch ein bisschen Bauchschmerzen, auch im Defensivbereich bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar Tage. Muss mal gucken, wenn alle fit sind, glaube ich schon, dass ich die richtigen 11 wieder rausschicke. Und wenn man eine gute Bank hat, das ist ja auch wichtig. Wir haben noch viele Spiele vor der Brust. Und deswegen sollte man nicht die Aufstellung des ersten Spieltags jetzt zu hochlegen, sondern man soll die ganze Rückrunde sehen. Dankeschön. Neben mir steht jetzt Josef Ziener, der Kapitän der Eintracht. Josef, heute ein 7:2 Sieg gegen die Sportfreunde aus Eisbachtal. Am Ende hat es dann auch mit dem Toreschießen geklappt. Wie ist die Einschätzung des Spiels bei dir? Wir haben eigentlich ganz gut angefangen, haben gut den Ball laufen lassen, haben auch die Tore gemacht. Da haben wir durch, ja, was soll ich sagen, individuelle Fehler ein Tor kassiert. Kam so ein kleiner Bruch bei uns im Spiel. Und dann ist das Spiel so ein bisschen hingeplätschert bis zur Halbzeit. Und nach der Halbzeit machen die wieder so einen Sonntagsschuss, sage ich mal, der geht direkt in den Winkel, schwer zu verteidigen. Aber wir haben danach weitergespielt und verdient gewonnen. Heute war jetzt dann auch das letzte Vorbereitungsspiel, bevor es am Samstag gegen Kaiserslautern losgeht mit der Saison. Wie ist jetzt die Gesamtbilanz von der Vorbereitung, die ja doch recht kurz war? Ja, wir haben gut gearbeitet in den ersten Wochen. Die waren sehr anstrengend, hatten jetzt auch einige Testspiele, wo wir uns Spielpraxis holen konnten, und wir haben jetzt noch ein paar Trainingstage, da werden wir noch den Feinschliff wohl trainieren, und dann denke ich, sind wir gerüstet für Lautern. Die alles entscheidende Frage, die natürlich auch die meisten Fans hier interessieren wird: Was geht noch in der Rückrunde? Was erwartet ihr euch als Team und was erwartest du dir auch selbst? Versuchen, das Maximum zu erreichen, und jeder weiß, was das Maximum ist. Dankeschön.